Ihr Funk hat ja schon ganz wenig gesagt. Deswegen leite ich gleich über zu einem kleinen Beitrag zum Fachkraftmangel. Augenblick. Das waren jetzt drei halbe Bier beim Schwarzen Adler. Wir haben nur mit drei halbe Bier gehabt in der Alten Post und zwei halbe noch im Grünen Baum. Das sind dann achte, das war dann die neunte. Ab der zehnten spüre ich, dass es eventuell einen Rausch werden könnte. Ab der 15. fängt dann langsam das Mobiliar unter mir zu leiden. Und kurz danach auch die Gäste. Dann kommt die Polizei. Wegen mir kommt die Polizei. Die Samariter, das Rote Kreuz. Die verdienen alle sehr gut mit mir. Ich habe nämlich eine ABT-Stelle, Arbeitsbeschaffungstrinker. Ja, die ersten 10 halbe habe ich frei und danach gibt es einen Randaleaufschlag. Aber so ein Arbeitsbeschaffungstrinken, das rechnet sich. Von meinen Räuschen lebt inzwischen hier der halbe Ort. Tischlerei Hirschinger, die waren fast pleite. Aber nachdem ich pedantisch genau an meinem Trinken arbeite, können die jeden Tag von mir 3 bis 6 Tisch zum Reparieren. Das geht aber so weiter. Wo bin ich denn noch dabei? Ja, da im Ort ist wieder ein niedergelassener Arzt. Die Polizei hat auch schon Verstärkung angefordert. Alles wegen mir. Und jeden dritten Tag fahre ich mit dem Auto her. Halt irgendein Auto, das gerade draußen steht. Da ist der ADAC, der Abschleppdienst in Lohn und Brot. Und natürlich in der Mühlbauer. Ja. Genau, der Schrotthandel Mühlbauer. Ja, der kriegt ja jeden dritten Tag von mir ein frisches Autowrack. Na, es ist an sich eine schöne Arbeit. Man lernt jeden Tag neue Menschen kennen. Manche ein bisschen näher, als wir es gewohnt sind. Ja, aber es ist auch anstrengend. Immer nur Alkohol. Ich darf schon gerne einmal Limo trinken. Aber das sind die Arbeitsverträge knallhart. Ich habe die schon mal angeschrieben und gesagt, ich hau euch für euch nüchtern auch alles zusammen. Aber mein, das sind nicht die Behörden hier, da hast du keine Chance. Deswegen mache ich jetzt nochmal meine große Runde. Jetzt geht es in die Diskothek Xanadu. Das ist meine Lieblingsdiskothek. Die freut sich schon, weil die haben frisch renoviert. Servus. Ja, vielen Dank. Es ist ja auch so, es sind auch die vielen kleinen privaten Probleme, die man eigentlich so hat, die auch noch wichtig sind. Mein Arzt hat mir jetzt Tabletten verschrieben, wo man besser schlafen kann, aber dafür öfters aufs Klo muss. Das hat alles seine Nebenwirkungen. Ich soll ein bisschen runterkommen, ruhiger werden mit dem Antrieb, aber alles aufhängen. Ich habe mir gedacht, jetzt gehst du mal in die Stadt rein und schaust die Stadt an. Ich schaue also gerne Baustellen an, das ist ein bisschen meins, gell. Es geht bei mir in Großhadern schon los, da reißen sie überhaupt alles ab jetzt. Und dann, nein, in der U-Bahn, da siehst du ja die Gesichter nicht mehr, weil die schauen alle runter auf ihr Handy und dann siehst du keine Gesichter mehr. Und am Anfang, wenn es losgegangen ist mit diesen Mobiltelefonen, da sind vor allem die Männer sind immer am Tisch gesessen und haben immer so runtergeschaut und die Hände so unter den Tisch gehabt. Ich will jetzt mal sagen, was macht denn der da an seinem Hosentier die ganze Zeit? Also, ich wusste, dass der, das ist ja unglaublich.
Wir schauen es alle runter, der Marienplatz geht es wieder, schauen es alle hoch, wenn es Viertel vor 11 ist, weil es alle aufs Glockenspiel warten. Ist wenigstens wieder was Erheiternis, aber wenn sie nicht aufpassen, dann fällt der in die Baustelle hinter dem Marienplatz. Ich steige immer am Sindlinger Torplatz aus, weil der Spaziergang hierher, der ist immer wunderbar. Ja, da geht dann die ganze Sonnenstraße entlang. Sindlinger, das ist nur Baustelle. Da schaue ich lang hin, wäre immer ruhiger. Und dann noch der Bahnhof. Und dann kommst du hier hoch und freust dich über den Augustinerkeller. Ich bin auch sehr gern in meinem kleinen Stüberl. Also, da sieht man noch, jetzt sind so viele Leute immer. Da sind vielleicht höchstens zwei Leute in meinem Stüberl. Und da laufen dann die Gespräche folgendermaßen ab. Christi, weißt du das Neueste? Nein. Mein Schwager, der vor einem halben Jahr den BMW auf Raten gekauft hat, der hat jetzt einen Totalschaden gebaut. Ja. Meine Schwester hat jetzt den Wohnung verkaufen müssen, weil die Wohnung so teuer ist. Die Polizei sagt, der war schon ganz sicher, ist noch nicht, aber es schaut so aus. Weißt du, was die jetzt zahlt für die Wohnung? 980 Euro, ohne Nebenkosten. Wenn du dir jetzt vorstellst, das ist die Kreuzung, der kommt von da, blinkt, birgt ab. Das ist ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, der Kochmischer, der Korridor. 180 Euro an den Nebenkosten. Also der blinkt, birgt ab, guckt der Depp daher. Ja, du musst ja die Nebenkosten auch noch dazu rechnen. Wasser, Strom, Gas. Ja, Gas hat er gar nicht so viel gegeben, hat er gesagt. Er selber jedenfalls hat mehrere Brüche, einen Schock und der Wang ist total lieb. Ich sage, meine Schwester hat die Wang jetzt auch verkauft. Siehst du, Schorsch, mit dir kann man sich wenigstens noch pfundig unterhalten. Ja, und um diese Gespräche muss ich nicht mehr denken. Wenn ich die große Politik sehe bei uns, ja, wie die alle aneinander vorbeireden, das ist manchmal schon traurig. Ja. Vor dem Stübel habe ich übrigens eine nette Zeile, die haben eine eigene Preistafel gesehen, die muss ich euch ganz schnell mal vorlesen. Ich mache es ja genauso dann wie unser Hochverehrter, ja, habe ich doch den Zettel gehabt, ja genauso hat der Einladung gesagt, der Richard Süßmeier. Von dem habe ich das gelernt, was zum Suchen und nicht zum Finden. Es ist eine schöne eine Preistafel für Fragen. Ja. Zum Beispiel eine normale Frage, wenn es da breiten, das heißt Auskunftstafel für Fragen. Für normale Fragen kostet 5 Euro, Fragen mit vorherigem Nachdenken 10 Euro. Fragen, die wo sozusagen mit Wahrheit im Hintergrund sind, 20 Euro. Aber ausdrucksloses Schauen ist umsonst. Aber besonders dämliche Fragen, 250 Euro. Das Schöne steht am Eingang von dem Stüber. Ja. Und ansonsten möchte ich mich eigentlich von Ihnen schon wieder verabschieden mit einem wichtigen Gruß. Älter werden kann man nur, indem man länger lebt. Und einem osteuropäischen Trinkspruch, meine Damen und Herren, wir trinken alle gemeinsam auf unseren Sarg, gezimmert aus hundertjährigen Eichen, die wir morgen pflanzen werden. Alles Gute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Servus.